Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Statt Fackeln am roten Teppich empfingen diesmal bunt leuchtende Luftballons und ein blauer Teppich die Gäste zum wichtigsten gesellschaftlichen Ereignis des jungen Jahres vor dem Haus der Kultur in Waldkraiburg. Drinnen erwarteten Kapitän Robert Pötsch und Gattin Marion die Gäste, von denen diesmal so viele dabei sein wollten wie nie zuvor. Unter ihnen auch Mühldorfs Bürgermeisterin Marianne Zollner in Begleitung mehrerer Stadträte, Staatsminister Dr. Marcel Huber, MdB Stefan Mayer, Bezirksrätin Claudia Hausberger und natürlich eine ganze Reihe Waldkraiburger Stadt- und Kreisräte. Die in Salzachmöben, der Shanty-Chor aus dem Nachbarlandkreis, stimmte auf die Schiffsreise mit der MS Waldkraiburg ein, auf die Organisatoren die Gäste dann mitnehmen wollten. Kapitän Robert Pötsch stellte Chefstewardess Beatrice vor, Kulturreferentin Karin Bressel, die sie auf der Reise begleiten würde. Die vielen namhaften Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßte er auf der Reise hinaus aus den bayerischen Gewässern in die sieben Weltmeere. Er wünschte eine erlebnisreiche, abenteuerliche Reise und viele überraschende Landgänge. Chefstewardess Karin Bressel kündigte eine Reise in die Südsee an und hoffte auf einen unvergesslichen Abend. Der Shanty-Chor entließ die Gäste aus dem Hafen. Mit einem Feuerwerk verabschiedete sich der Chor. DJ Hauser Band bat die Gäste auf die Tanzfläche, die sich schnell füllte. Da tanzten dann mit ihren Partnern Kreiburgs Bürgermeister Dr. Herbert Heimel, Aschers Bürgermeister Alois Salzeder, Haus Sudetenland-Chef Leonhard Schleich, natürlich Kapitän Robert Pötsch, Mühldorfs Bürgermeisterin Marianne Zollner, Mühldorfs Stadtrat Dr. Georg Gaffus und Chefstewardess Karin Bressel mit Stadtrat Franz Belkott und viele mehr. Wow! Gentlemen! Natürlich auch MdB Stefan Mayer und Staatsminister Dr. Marcel Huber. Und Bezirksrätin Claudia Hausberger und Wirtschaftsjunioren Bayern-Vorstand Sascha Schnürer. Da auch die Gäste mit Flanierkarten mittanzten, war es schnell ziemlich eng auf der Tanzfläche. Die DJ Hauser Band mit Frontfrau Veronika entführte schon mal ins Hard Rock Café. Ganz unbemerkt tauschten die Oberzentrumsbürgermeister ihre Tanzpartner und drehten gemeinsam Runden auf den Islands in the Sea. Ohne Pause sorgte die DJ Hauser Band für Stimmung. Alles war wirklich perfekt. Die Tänzer wurden nicht müde, egal welche Töne die Band auch anschlug. Nach einer Stunde sorgte die Faschingsgesellschaft Waldburger für eine erste Tanzpause. Der Hofstaat nahm auf der Bühne Aufstellung und die Garde zeigte ihre Show Wonderland. Yeah!
Und Susanne Engelmann probierte schon mal aus, ob sie vielleicht nächstes Mal mit auftritt. Draußen im Foyer erstmal ein dreifaches Die Faschingsgesellschaft wollte den Mandatsträger nicht ohne Orden ziehen lassen und so verlieh Hofmarschall Charlie Salinger Bezirksrätin Claudia Hausberger den Orden der Walpurgia. Prinzessin Stefanie II., Staatsminister Dr. Marcel Huber, Landrat Georg Huber und MdB Stefan Mayer. Die kleine Zeremonie schloss der Austausch des Europäischen Jahresordens an dritte Bürgermeisterin Inge Schnabel ab, die beim Intronisationsball nur ein Provisorium erhalten hatte. Während sich die Ballgäste im Saal wieder zur Musik drehten, versorgten sich andere an der Kasse mit dem Zahlungsmittel, mit dem sie später auf See ihre Attraktionen bezahlen konnten. Sie tauschten ihre Euros in Muscheln. Wie Chefstewardess Karin angekündigt hatte, sollte der Reinerlös diesmal an Donum Vitae gespendet werden. So war es gut, dass die Kasse klingelte. Im kleinen Saal konnten sich die Gäste dann auf dem Shuffleboard üben, das Windsurfen ausprobieren, Golfbälle abschlagen, Limbo tanzen oder sich auf dem Sonnendeck gemütlich machen. Das Limbo tanzen probierten Kapitän Robert Pötsch und Katrin Marion gleich mal selber aus. An der kleinen Bar gab's Kokosmilch aus frisch geöffneten Nüssen, pur oder mit Schuss. Gar nicht so leicht, so eine Kokosnuss so zu öffnen, dass die Milch drin bleibt. Draußen versetzten sich die Ballgäste vor der Grimbox gleich richtig in die Sütze und nahmen die Souvenirs mit nach Hause. Die MS Waldkreiburg war inzwischen in Brasilien angekommen, wo die Gäste während ihres Landgangs eine farbenprächtige Samba-Show der Jussara Dance Company miterleben durften. Danach war auf der Tanzfläche viel Platz für geübte Tänzer. Unter die mischte sich auch Stadtrat Frieder Vielsack mit Katrin. Und SPD-Orts- und Juso-Kreisvorsitzender Alexander Arnus schon wusste, was Napoleon in Waterloo erleben musste. Jedenfalls hatte er Spaß am Tanzen. Gerade als Mühldorfs Volleyballer-Vorstand Stefan Bartsch und VfL-Vorsitzender Kai Röpke ernste Gespräche führen wollten, kündigten bekannte Klänge das Captain's Dinner an. Wie auf dem Traumschiff üblich servierten die Kellner das Nachspeisenbuffet. Kellner kamen zurück und formierten sich zu den Inntal-Ballerinos, die mit ihrem Auftritt für den nächsten Höhepunkt sorgten und für begeisterte Ballgäste.
Prinz Tim der Erste erkrankt war, holten Prinzessin Stefanie und Kapitän Robert Pötsch den Walzer nach. Das gelang vorbildlich und so blieben sie nicht lang allein auf der Tanzfläche. Die Gäste hatten auch zu so später Stunde Lust auf Walzer. Da passte auch das Nachspeisenbuffet dazu, das Kraft für die lange Nacht bot, die noch vor den Ballgästen lag. Ja, freilich, damit man wieder weitermachen kann, damit man Energie tanken kann. Für den Rest in der Nacht. Das war schnell geleert. An Energie mangelte es MdB Stefan Meyer und Partnerin Cornelia nicht, die sich unermüdlich auf der Tanzfläche tummelten. Um Mitternacht dankte Kapitän Robert Pötsch seiner Chefstewardess für die charmante Begleitung mit einem Strauß Blumen. Sie kündigte den letzten Höhepunkt des Abends an. Noch einmal die USARA Dance Company mit ihrer Hawaii-Show. Nach dem Ende des Showprogramms übernahm wieder die Jay Hauser Band, die dann erst mit Andreas Gabalier richtig Party machte, um dann das Tempo richtig anzuziehen. Und das hielt dann auch Willy Engelmann und die Damen aus Mühldorf nicht mehr an den Tischen. Hat der Stadtball in Waldkreiburg auch dieses Jahr Spaß gemacht. Kein Wunder, dass Organisatorin Alexandra Lausmann und Chefstewardess Karin sehr zufrieden waren.